So, neu gestartet und es läuft irgendwie ein bisschen flüssiger. Keine Ahnung. Ja, okay. Ja, es läuft schon ein bisschen flüssiger. Ja. Komm leider immer wieder, Lex. Man könnte mal schauen, was die Dings sagen. Und das ist jetzt weg. Gibt's die Performance nicht mehr? Used 200 Ding auf 989. Hier kann man sogar die Grasmodells schauen. Und mit einem großen Leg. Oh ja, könnten wir eine Mine bauen. Wir bauen hier drauf eine Mine. Ich weiß es nicht. 24 FPS, 15, 14, 25, 4, 22. Ach, komm schon. Sonst muss ich wirklich wieder zurück in die vorherige Version gehen, also 1.75. Dann kann ich auch direkt auf den Server wieder. Aber ich möchte doch euch diese Snapshots zeigen. Vor allem die Gummiblöcke. Oh, schön. Hier können wir auch irgendwas bauen, das sehr schön aussehen würde. Ich weiß nicht, wie man die besiegt, die Flex. Hui, ist ein Skelett. Das ist jetzt mal eine richtig schöne Schlucht. Wenn man hier so eine Mining-Bahn durchgehen lässt, so könnte man es richtig gut einsetzen als Schauspiel. Ja, ich habe nichts zu essen. Ich muss zurück. Ah, nein, das ist ein Schaf. Ich dachte, es wäre ein Huhn. Aber nö. Wieso denn so etwas? Das ist doch unnötig. Da gibt es irgendwo Eier. Aber ohne Hühner keine Eier. Ich habe Hunger, 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 habe Hunger, Hunger. Ich möchte essen. Hier hat es einen Wasserfall. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, das ist auf der Seite. Okay, der war nicht sichtbar. Nein, 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 nein. Wo bin ich jetzt überhaupt? War der nicht hier, der Eingang? Ups. Der müsste hier oben sein. Wir haben leider noch keine Skelette besiegt, sonst hätten wir Knochen mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab mich verirrt. Oder ist es da drüben, ist es? Sagt doch einer das. Da drüben. Der Berg sah nur gleich aus. Hier hat es auch noch eine Höhle. Also Höhlen haben hier, wir hier viel. Aber ja, halt sehr einsam hier. Ich hätte gerne ein Dörfchen. Also machen wir das wieder aus. Können wir kurz die Koordinaten merken? 24 und 6, 362. Ach komm, nicht lecken. Nicht mega lecken, nein. Und hier sind die Bäumchen. Ja. So. Die Kürbisse anpflanzen. Die könnten wir unten anpflanzen. Nein, nicht brennen. So. Ja, stör nicht, bitte.
Nee, der Erde. Oh Gott. Ah ja, wir haben Fleisch. Wir braten das Fleisch. Das ist wichtig. Sudele. Seit wann verhungerte man ganz? Seit wann verhungert man ganz? Okay, jetzt haben wir wenigstens... Und ein Grafikfehler. Ein Skinfehler. Oh je. Das nächste Problem. Die machen wir hier hin. So. Ja, dann können wir eigentlich jetzt... Ah, es wird Nacht. Müssen wir noch warten. So. Okay, es läuft langsam, ein bisschen flüssiger. Aber nur langsam. Ah ja, ich brauche eine Spitzhacke. Spitzhacke, erscheine! Wir brauchen Essen, 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 wir brauchen Essen. Drago hat Hunger, Drago braucht Fastfood. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, zu wenig Möglichkeiten an Essen zu kommen. Und viele Sachen brauchen einfach zu lange oder muss man suchen. Ach, in einem Mod kann man irgendwelche Beeren pflücken und dann hat man die Nahrung für sicher. Aber nein, Mojang ist natürlich zu unfähig. Baut lieber Mods rein, die verbuggt sind. Wie zum Beispiel die Kolben sind immer noch verbuggt. Die Haken manchmal immer noch, also die Texturen. Gehen immer noch nicht richtig. Das war auch ein Mod. Die Pferde sind sehr verbuggt. Bei denen, wenn man sehr schnell irgendwo runter geht, die glitschen in die Erde hinein und verlieren dadurch Schaden und alles mögliche. Also Schaden. Leben. Bekommen schon. Und ja. Ja, es ist halt richtig nervig. Und von wie heißt es, Biomes, nein, ich, Biomes Expansion oder so, wie der Mod heißt, der andere, nicht Biomes Plenty, den haben sie auch ein bisschen abgekupfert oder nachgemacht oder eben bekommen, einfach geklaut. Ja, es ist halt Mojang, hochnäsige Idioten. Sozusagen. Wieso sich Entwicklerstudios, die natürlich den Erfolg haben und so, sich nicht ja, für die Fans irgendwas da ist schon toll. Ja, nicht etwas für die Fans machen und lieber irgendwie, ja, wir haben 20.000 verkauft und dann haben wir jetzt 100.000 und dann hat man 2 Millionen verkauft. Auf das schauen sie, aber irgendwie auf die Fans, naja, bauen lieber Gummiblöcke ein, ja, aus denen man Kondome herstellen kann. Aber, ja, ich will ja jetzt Mojang nicht so unfähig bezeichnen, aber es ist schon extrem, dass das hat Minecraft immer noch das kleine Indie-Projekt eher ist als irgendwie ein vollwertiges Spiel, das gut läuft, bugfrei ist und umfangreich ist.
Man hat eigentlich innerhalb von 2 Stunden mindestens eigentlich alles geschafft, was man so braucht. Nebensachen brauchen natürlich länger, aber das ist eigentlich nicht das Hauptziel vom Spiel. Sondern einfach herumlaufen, Häuser bauen, surviven, bis man Diamantrüstung. Oh, das ist falsch. Dann gehst du hier hin. Aber ja, nicht dorthin wachsen, gell? Du gehst hier hin. So, ich wollte eigentlich ein Seed nehmen für Ding. Für Weizen. Ich dachte, ich hätte einen Weizen-Seed bekommen. Ja, toll. Aber eben dafür geht's Modpacks und Expansion Ultimate ist einer der besten Mods, finde ich. Modpacks, gigantisch groß und der macht richtig Spaß. Also ja, da bin ich ja momentan sogar öfters ist hier am Spielen, also Drakes Projekt. Und ja, macht mir persönlich ein bisschen mehr Spaß, aber natürlich ist das ein Multiplayer-Projekt und es hat sich auch wieder einer angemeldet. Und der auf dem Server aufnimmt, wahrscheinlich ab nächste Woche. Und das ist wirklich sehr, sehr toll. Dankeschön dafür, dass ihr mitmacht. Auch wenn es noch momentan noch nicht so motivierend ist, es wird durch euch motivierend. Also, wenn ihr mitmacht und ich irgendwas sehe oder eben auch dabei seid in Videos oder sonst irgendwas, es wäre wirklich, ja, sehr motivierend und alles Mögliche. Und die wachsen irgendwie nicht. Der wächst nicht, weil er zu wenig Platz hat. Weil die Fichten sehr viel Platz brauchen. Und der wächst nicht, weil er ein Vollhonk ist. Und ein Apfel. Ja, Äpfel könnte man auch sammeln, aber dadurch braucht man sehr viel Energie. Das dann auch wieder auf die Hungeranzeige schlägt. Pumpkin Seeds können wir reintun. So. Dann nehmen wir nochmals ein Wassereimer mit. Und gehen eigentlich meinen. Ja. Gehen wir nochmals meinen. Wir brauchen Eisen. Ja. Eisen war sehr, sehr häufig. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch häufig ist. Aber sobald man Eisen hat, hat man eigentlich direkt auch Diamanten. Und ja, für mich ist das Spiel eigentlich dann fast vorbei. Das Enchanten macht natürlich noch Spaß. Und so weiter. Enderdrachen töten. Aber das Hauptaugenziel ist es natürlich, den besten Rohstoff zu haben. Und den hat man mit Diamanten. Und das ist ein bisschen demotivierend. Aber eben, Minecraft ist ein endloses Spiel. Das geht weiter. Man muss sich halt selber noch motivieren und ja, mit bauen, bauen, bauen oder erkunden oder mit Spaß haben, Sachen ausprobieren mit Redstone, mit Kolben, mit Gummi Ding Blöcken und mit dem runden Gummi. Nein, Scherz. Der sollte nicht eingefügt werden in Minecraft. Nicht eingefügt werden. Außer man bräuchte es dann für, ja, Dorfbewohner, ein bisschen Dorfbewohnerinnen, ein bisschen kitzeln. Und hier höre ich einen Zombie. Ah, einen Zombie. Einen Zombie, der ist lustig. Einen Zombie ist der gut. Passt irgendwie nicht, aber lassen wir es. So, es läuft mit 30 FPS jetzt. Wo steht das? FPS, da oben, 30 FPS. Ganz oben, Mitte. Sehr schön. Also es ist wirklich wahrscheinlich nur die Texturen, die sich generieren, also nicht mehr so gut generieren. Irgendwas. Keine Ahnung. Oder einfach zu viel Texturen langsam mit dem hohen Gras. Alles Mögliche. Ich weiß es leider nicht, weil Java, wenn es zu viel bekommt, leckt es. Das ist bei Java so. Es hat nicht nur eine Nebendatei oder so,
Oh, da wird nicht durch irgendwie die Engine noch ein bisschen stabilisiert. Nein, ja, aber es ist einfach ein Anfängerprogramm und Minecraft ist zu gut für, zu leistungsfähig für dieses Programm. Und zu weit ausgebaut. Aber wenn es hier unten nicht leckt, ist es schon mal gut, weil hier unten sind die meisten Gefahren. Und ich bin auf Höhe 20. 19. Gut. Die Spitzhacke ist kaputt. Nein, das will ich auch hier rechts. Ja, jetzt müssen wir wieder hoch. Oh. Na, 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 na. Leider nichts gefunden. Hier hatten wir irgendwo Eisen gefunden, aber bisher noch nichts Gescheites und unlucky. Ja, die Texturen werden wieder geladen. Ich weiß es, Minecraft. Oh, 35 FPS. Hui. Mit einer Version, glaube ich, 1.5 war es noch, 1.53 hatte ich 120 FPS. Mit 1.64 hatte ich nur noch 60. Dann nur noch 40 und jetzt nur noch 30. Was ist denn los mit Mojang? Wo bleibt die Performance? Hä? Wo bleibt die Performance? Machen wir ein bisschen Musik. So, Stöckchen. Und dann Spitzhacken. So, was wollte ich noch genau? Auch sehr wichtig. Wir könnten noch ein bisschen mehr nehmen. Die können wir später dann auch für andere Sachen noch gebrauchen. So, ja. Gut, dann fangen wir hier mal an. Wir können sie auch drauflegen. Egal, ob es nur 3 hoch ist, weil, wie ihr seht, müssen wir ja nicht mehr springen, dann sieht es auch gut aus. Ja, wir können oben noch Treppen hinmachen, dann sieht es noch besser aus. Man kann sich in die Treppe reinbauen. Nö, sah nur so aus. Manchmal kann man doch platzieren, wenn man noch nicht drunter ist. Ich würde mal schauen, wie das aussieht, so. Ja, man sieht halt nicht viel, aber man ist in der Treppe drin. Wusste ich ja auch nicht. Yeah, so geht es schnell. Irgendwo Wasser. Und Wasser heißt eigentlich immer eine Höhle. Wir sind jetzt auf Ebene 14. elf müssen wir haben. Also 12 lassen wir, aber hier eine weiter. Also dass wir hier Treppe haben, die ist nämlich auf 13. Ja, und dann hier die Blöcke. So. Hier machen wir noch weg. Jetzt haben wir eine Strip Mine. Jetzt können wir Strip Mine. Auch wenn es nicht so spannend ist, das Strip Mining ist einfach zu effektiv, um es nicht zu machen. Man will
will ja auch an Diamanten kommen, weil in den Höhlen habe ich bisher wirklich keine offene Diamanten mehr gesehen, außer sie liegen irgendwo auf der Lava. Das ist nicht so schön, also sollte man das schon auch ein bisschen ändern, weil in einer Höhle Diamanten finden ist immer etwas Besonderes. Redstone können wir nicht abbauen. Noch nicht. Was ist denn das? Gravel auf eine Fackel geht nicht. Wir haben keine Schaufel. Schade. So, komm weg. So, und jetzt durch diesen, was ist das eigentlich? Diolith. Durch den Diolith bauen, der geht ein bisschen schwer zum Abbauen, habe ich das Gefühl. Aber mit dem kann man sehr schön bauen, 100%. Es gibt so einen Mod, der heißt Geostrator, glaube ich, oder so. Der bietet ganz viele neue Blöcke. Das ist zum Beispiel im Feed the Beast Monster Modpack drin. Und damit kann man echt extrem gut bauen. Also extrem unterschiedlich. Und ja. Wunderbar. Neueste Spitzhacke. Ja, hat man leider keine Minimap. Die Minimap-Macher, die entwickeln Minimap nicht mehr. Die ist immer noch auf 1.64, also Reis-Minimap meine ich. Die Zahns-Minimap, weiß ich nicht. Von der habe ich leider nichts mehr gehört, nicht mehr installieren wollen. Weil die halt mit mehreren Maps und so immer buggt und da muss man es auf einer Seite löschen, die Datei, und auf der anderen Seite ja, überschreiben. Das ist nicht so gut gemacht, aber bei der Map ist es natürlich toller, weil man richtig fett rauszoomen kann, alles mögliche, aber eben mit Fehler beseitigt noch mit, also bei der Zahns Minimap. Und ja, ich möchte ein Mittelding oder eine eigene Mini machen oder so etwas. Mal schauen. Oh, Andys. Andys. Die Andys sind hier. Du bist so ein Idiot. Du machst so viel Lärm. Oh, da oben. Aber leider auf Lava. Oh nein, das ist eine Fackel irgendwo. Ah, dort. So, Eisen haben wir jetzt schon mal. Das ist sehr schön.